Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Forel. Ach Gott, Minecraft meine ich. Oh Mann, jetzt habe ich den Anfang verkackt. So, herzlich willkommen bei Minecraft. Endlich wieder mit Musik, endlich einer neuen Aufnahmesession. Endlich muss ich mir mal wieder einspielen. Muss mal gucken, wo alles war. Genau, wir hatten ja das Lagerhaus und... Wo ging die Tür hier hin eigentlich hin? Huch. Ins Nichts. Ne, das ist ja auch schön. Wenn eine Tür ins Nichts geht, ja. Welcher Architekt hat sich das wieder ausgedacht? So, Huch. Ja, also wir haben hier so viel Glück auf dieser kleinen Insel. Das glaubst du gar nicht. Wer die in den letzten Folgen nicht kennt. Wir haben... schaut sie euch an. So. Ja. Gut. Ja, mal gucken, was wir jetzt machen für den nächsten Plan. Boah, ich muss mich hier erstmal wieder einspielen. Das ist ja grausam hier auch wieder grafisch hier. Ach, hier hat uns der Creeper alles weggesprengt. Joa, das können wir dann ein anderes Mal beheben. Genau. Hier oben haben wir das komische kleine Haus gehabt. Dann würde ich sagen, machen wir die Felder jetzt. Dafür brauchen wir eine Schaufel, eine Spitzhacke, eine Hacke, Samen. Samen. So, hört sich falsch an. Lol. Und mehr nicht. Das heißt, zu den Tools. Hier, guck mal, ich weiß ja noch, wo alles ist. Also, Spitzhacke, Schaufel. Blöcke, Erde. Erde kriege ich so oder so. Ach, macht eigentlich keinen Unterschied. Wobei, ich nehme trotzdem, also vorsichtig, die Mutter der Porzellankiste. Ich nehme trotzdem mal mit. So, Zäune ist eine Sache. Sag mal, wo haben wir jetzt eigentlich Samen, Zuckerrohr und so ein Scheiß? Hier haben wir das. Das lege ich erstmal hier oben hin in den Slot. Und dann craften wir mal ganz kurz hier. Nein, keine Leitern. So. Ach, scheiße. Das ist jetzt... Ich muss ja mal gucken, wie ein Zaun geht. Aber wir haben hier Eiche. Guck mal, dann nehmen wir hier... Scheiß Eiche hier. So. Tut mir leid, ich muss das nochmal rausfinden. Ich habe sehr lange kein Minecraft mehr gespielt. Und ich habe es auch schon gefunden. Nein. So. Klack. Klack. So, mehr brauche ich auch nicht. Das reicht ja ein Holz, ne? So. Wo steht die Sonne denn eigentlich? Oh, beim Untergehen, richtig? Na, ist die Sonne schneller oder die Wolke? Die Wolke ist schneller. Die Sonne ist beim Untergehen. Das ist natürlich auch ganz schlecht. Aber ich habe mir hier keine Prioritäten gesetzt. Deshalb... Warte mal. Auf friedlich. Gut, jetzt kommen keine fiesen Monster und wir können jetzt mal in Ruhe eine Baufolge machen. So. Ich möchte die Felder so versetzt haben. Ah, scheiße, ich brauche noch... Haben wir das hier drin? Ich brauche ja auch noch... Zauntore, genau. Ja gut, hier kommt mal, dann nehmen wir hier die Hälfte, so. Genau, 5 Zauntore, super. Alter, besser geht's ja nicht. So. Mache ich das Zauntor mal auf einer Seite. So. Ach, ein zu weit. Eigentlich bräuchte ich auch noch eine Axt, aber die haben wir jetzt nicht da. Aber müssen wir erstmal so vorankommen, aber das geht ja schon ganz gut. Jetzt müssen wir hier gucken, dass wir den scheiß Stein hier wegkriegen. Hier bleibt das ja so, hier kommt da wahrscheinlich noch eine Wasserrinne rein. Und dann bleibt das Feld ja so, also vom... Tiefer wird es ja hier nicht, ne?
So, deshalb massiere ich mal den Stein hier weg. Die Axt werden wir noch ein bisschen kraulen müssen. Und dann geht das. So, den habe ich ja schon runter abgesetzt. So, und los geht's. Oder nix. Geht auch. Beleidigung. Das ist eine Beleidigung. Ja. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Where? Scheiße. Hier. Ja. Hier kommt die Wasserrinne rein, damit das Wasser auch da ist. Und wir brauchen, na, wer sagt's? Erde, genau. Wir brauchen scheiß Erde. Sand haben wir so viel. Von Sand brauchen wir auch nichts mehr. Ja, da hinten haben wir noch eine ganze Wüste mit Kakteen. Was sagst du denn zu einer Frau? Kaktusse oder was? So, ich renn schon wieder zum falschen. So, dann klaue ich mir mal hier die Erde, damit das auch nicht so voll wird. Und dann haben wir das. Eigentlich hätte ich... Ah, Spitzhacke. Ich brauche eine neue Spitzhacke. Die hält ja kein Sekündchen mehr. Ah, schöne Musik. So. Der Stack sollte auf jeden Fall reichen. Also wenn der nicht reicht, ne, dann pfeift das Schwein. So, aber es wird auf jeden Fall reichen. So, wir haben jetzt hier einfach mal die eigene Rinne hier, wo das Wasser reinkommt. Und dann geht's schon hier zum nächsten. Das wird nämlich ein runtergesetzt. Da werdet das hier alles weggrasen. Eigentlich hätte ich doch keine Erde holen sollen. Das wäre eigentlich falsch. Na gut. Ist jetzt so, macht nichts. So. Alles abgrasen. Und es wird Nacht. Aber diese Nacht können wir jetzt tatsächlich richtig genießen. Ja. Weil wir haben ja keine Monster hier. Und wir haben aber auch sehr unendlich. Wir müssen erstmal nichts essen. Wir sind jetzt im Baumodus. Wir müssen nichts essen. Wir haben... Ja, wir müssen eigentlich nichts machen. So. Und nun haben wir alles ein runtergesetzt hier. Und schon geht's hier los. Wir brauchen er natürlich hier auch, um das hier alles gerade zu setzen. Upsa. So. Machen wir noch einen? Ja. Gut, langsam wird es hier anstrengend. So, den Stack haben wir auch weg. So. Soweit geht das hier. Dann kommen wir Menschen auf einmal auf diese Insel und machen hier alles kaputt. Ne? So ist es doch, oder? So. Lol. Okay. Boah, Mann. So. Und das langt ja auch. Jetzt kommt der Boden dann auch raus, den wir gerade so schön reingemacht haben. Und dann haben wir das hier auch. Ich möchte tatsächlich den Stein hier weg haben, damit das hier auch alles ein bisschen ordentlicher aussieht. Damit dann das Gras drauf wachsen kann. So.
Okay. Sup. Das kommt noch mal nach hinten. So, fertig. Okay, dann machen wir das jetzt nochmal weg hier und dann führen wir das durch Erde und dann haben wir alles auch schon wieder hier geregelt. Dann, huch, hat kurz gehängt, gehakt, gehängt, sagt man eigentlich gehängt oder gehakt? Das wird mich mal echt interessieren. Heißt es gehängt? Er hat sich aufgehängt, ja, das, so heißt es ja, aber es hat jetzt gerade eben gehängt. Das klingt meiner Meinung nach falsch. Klingt kaputtes Deutsch. Ich nicht sprechen Deutsch. Ich habe nicht Deutsch gelernt. Wow. Was ich mich natürlich auch frage, ist, wie das dann bei den Engländern aussieht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Engländer wäre und ich würde sagen, wie sprichst du denn für ein Englisch? Ich nicht sprechen Englisch. I don't speak English, ne? Wie würde es dann aussehen? Weil in Englischen ist ja ist alles so ein bisschen anders. Wird zum Beispiel für Daddy das zuständig, ne? Warum gehe ich jetzt hier hin? Ich wollte ins Lager. Aber nein, der doofe Blue Creeper geht wieder hier hin. So. Haben wir nochmal hier. Ein Steck hört sich komisch an. Ja, also wie wäre das dann im Englischen? Das würde mich wirklich mal interessieren. Dafür kann ich nicht so gut Englisch, also das ist ja das Ding, deshalb frage ich mich das ja auch, ne? Also im Englischen bin ich jetzt kein Multitalent oder sowas, ne? Das ist halt so. So. Ah, ja. Also das Gras wächst hier dann später. Ich würde hier tatsächlich mal hier eine kleine Kreuzung ziehen. Hier einfach mal, na warte mal. Schon hier sind wir mal hier. Und hier können wir eigentlich Gehege machen. Das hat doch ein Bauernhof an sich, dass wir hier Getreide anbauen, Gehege und all diesen Scheiß. Na? Wir brauchen aber als erstes Wassereimer und dann gehen wir wieder zurück ins Lager und dann holen wir uns alles und craften wir uns alles. Und dann haben wir es ja auch vollbracht, so. Also, wir gehen jetzt hier ins Lager und was holen wir uns denn als erstes? Ja, Fleisch brauchen wir nicht. Holz, ja, Holz brauchen wir vielleicht noch, vielleicht. Glas brauchen wir auch nicht, genau. Wir gehen jetzt erstmal zu den Blöcken und sortieren da den ganzen Stein rein. Und die Erde, so. Jetzt brauchen wir Holz, um uns eine Hacke zu machen. Boah, so ein bisschen Holz. So. Ein bisschen Holz. 3 aufgeteilt. So, sind 12 Sticks. Und dann nehmen wir natürlich vom feinsten Eisen 2 Stück. Haben wir noch. Ah, die Rüstung geht ja noch. 2 Stück dann für eine selten dämliche Hacke. So, Erfolg erzielt. Fang an zu ackern.